Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Beste Map. Nein. Aber gut. Ein Ping-Pong-Ball. Aber er ist, glaube ich, unten, oder? Kann das sein? Wir haben hier übrigens eine Lori dabei. In ihrem alte Oma-Outfit. Und einen David. Oh, die Katze macht mich wahnsinnig. Einen David mit dem Event-Outfit. Goldlöckchen. Alter! Danke, Lori. Muchas gracias. Wow. Klicki, klicki. Was macht der denn? Ich glaube, ist noch nicht so eine Übung. Ja, Lori, weißt du. Oh, Leute. Oh, hier ist Sackgasse, ey. Prost, Mahlzeit. What the fuck? Schaffst es nicht, David. Wow, ey, was eine Runde. Ich meine, sie kommen halt retten, ja? Okay, aber... Wir haben halt auch nichts geleistet, diese Runde. Jetzt aber, jetzt hol ich mir einen Generator und mach den. Nichts anderes. Ich glaube, die sind hochgegangen, ne? David und er. Erstmal einen Generator finden hier. Ich weiß, als Hinweis gibt es die Aussage, da wo verschlossene Metalltüren sind, ist ein Generator. Hier ist auf jeden Fall eine Holzwand. Da ist auf der Rückseite ein Generator. Aber man muss halt auch erstmal diese Eisentüren finden, ne? Ich spiele so ungern mit kalter Rückenschauer, weil mich das einfach übertriggert. Wenn die Katze angeht. Weil es halt einfach mega Zufall sein kann, dass er in meine Richtung schaut, in der Jagd oder so. Ja, klar. Boah, voll. Ich bin schon erschrocken jetzt. Warum geht er wieder auf mich, Mann? Und wie laut ist Mac, bitteschön? Nurse is calling? Oh.
Ich glaube, der mag meine Hose nicht. Deswegen geht er immer auf mich. Ey, er jagt Elodie. Elodie ist von der Konsole, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Leute, wir machen unten alle Gens gerade weg. Ist das richtig? Oh, der geht auch gleich an. Der klingt sehr weit. Was macht sie da? Ja, weißt du, nimm doch mal die Lori. Das kann doch nicht so schwer sein. Jagt er wieder mich? Oh no. Jetzt renne ich ihm auch noch was. Schon er kommt jetzt wieder zu mir. So, David, du machst Generator. Finde ich super. Ich komme dann dazu. Ich habe immer noch Angst, dass der Nurses Calling hat, ehrlich gesagt. Aber selbst wenn nicht, müsste mich hören. Mac ist halt nicht gerade. Cool. Hat er jetzt mit Absicht nicht getunnelt? Macht's auch nicht besser. Er hat mich trotzdem verjagt. Ich weiß halt auch nicht, ob der noch Nöte hat am Ende. Guck mal, ob hier hinten ein Totem ist. Nee. Oh. Oh. Oh, shit. Ich hoffe nicht, dass der was dabei hat. Dass wenn er angungst, dass er Leute in einem gewissen Radius sieht. Oh, hi. Hä? Was ist mit euch allen los? Warum steht ihr alle in Paletten? Was verpasst? Was ist denn hier los? Warum macht niemand auf? Huh?
Warum stehen die denn alle in Paletten und gucken doof? Was ist deren Mission? Wenn ich sterbe, Leute. Okay, dann machen wir auf. Jetzt müssten ja alle easy rauskommen. Niemand ist verletzt. Ob er Nöte hat, weiß ich nicht. David. Sollen wir jetzt hier warten? Oder was macht man jetzt in der Situation? Ich gehe sowieso nicht mehr retten, wenn jemand hängt. Weil ich bin tot. Und was haben wir erst kürzlich gelernt? Wenn man nochmal reingeht, ist man tot. Also, tschüss. So. Ja. Wir sind raus. Weiß nicht, was die anderen dort jetzt noch drin machen. Ach, geh weg hier. Ja, diese Anzeige. Oh. Jetzt sind die anderen auch rausgegangen. Okay. Ja, war okay. War punktetechnisch tatsächlich nicht so Bombe, aber wir waren noch die einzigen, die zweimal gehangen haben. Die anderen haben die Gens durchgezogen und gerettet und ne? Oh. Danke fürs Zuschauen. Wir sind raus. Juhu. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Dead by Daylight. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bye, bye.